Hi, ich möchte euch heute mal einen Fisch zeigen, wie der gefaltet wird. Und wenn man davon ganz viele hat, sehen die nämlich auch an einem Mobile toll aus. Und wenn ich euch einfach zu schnell falte, dann müsst ihr einfach auf die Pausentaste drücken. Ihr braucht für den Fisch ein quadratisches Blatt Papier. Und am besten irgendwie so gemustert, dann sieht es ein bisschen nach Schuppen aus. Jetzt dreht ihr zuerst die farbige Seite nach unten. Und als erstes falten wir Spitze auf Spitze. Wieder aufmachen. Und Spitze auf Spitze über Kreuz. Wieder aufmachen. Jetzt faltet man die und die Kanten so schräg auf die Mittellinie. Dann entsteht so eine Drachenform. Macht ihr dann wieder beides auf und macht das Gleiche auf der Seite auch. Also die Kante auch auf die Mittellinie falten. So. Wieder aufmachen. Jetzt machen wir ein Hasenohr, so heißt der Knick. Das heißt, wir nehmen das so und drücken das an den vorher gefalteten Hilfslinien so und drücken das dann so zur Seite platt, dass da so ein kleines Öhrchen entsteht. Das gleiche machen wir auf der Seite auch. So. Und zur Seite klappen. Jetzt habt ihr so eine Raute und in der Mitte zwei so Rohren. Jetzt habt ihr die zwei Öhrchen, zeigen jetzt sollten beide in eine Richtung schauen. Und die Seite, auf der die Öhrchen nicht sind, also das ist die Spitze, die faltet man so nach hinten. Man muss da aufpassen, dass die Öhrchen nicht mitgeknickt werden. Die sollen nach vorne bleiben. So soll es dann aussehen. Und jetzt nimmt man eine kleine Spitze hier und faltet die so schräg. Dafür kann man sich leider keine Hilfslinien oder so machen. Und wenn es nicht ganz genau ist, ist es auch nicht so schlimm, dann ist die Rückenflosse eben ein bisschen waagerechter oder so. Und jetzt tut man das Ganze so ein bisschen das Ganze einmal in der Mitte zusammenfalten. Jetzt hat man so ein Dreieck. Ja. Jetzt hat man da oben mit zwei Spitzen und die obere faltet man so schräg nach unten. Das dreht man dann um. Macht das auf der Seite genauso, bloß spiegelverkehrt. So. Jetzt sieht man hier oben schon die kleine Rückenflosse. Die wird nachher noch ein bisschen, sieht man die noch besser. So, wieder umdrehen. Jetzt hat man da unten hier eine Kante. Und daraus machen wir jetzt die Schwanzflosse. Indem wir die Kante da unten so, gar nicht mehr so viel, bloß ein Stückchen so falten. Da kann man dann selber entscheiden, wenn man es jetzt weiter nach hinten, dann wird es ein längerer Fisch, weiter nach oben, dann wird es eher ein dickerer Fisch. Und dann klappt man es wieder auf. Dann faltet man das als Gegenknick. Man öffnet also die Spalte hier und drückt es dann so dadurch an den Knicken, die wir gerade gemacht haben. So sieht das jetzt aus. Sieht man ja jetzt schon ziemlich deutlich, dass man da hinten zwei Spitzen hat. Und die vordere, die hier, die zieht man so nach unten, aber Vorsicht, nicht, dass hier alles aufgeht. So. Zieht ihr einfach so ein Stück nach unten. Und dann habt ihr schon eure Schwanzflosse.
Jetzt sieht er aber eher, die Rückenflosse ist jetzt noch ein bisschen kurz und das hier oben ist noch so ein nicht so schöner Buckel. Jetzt falten wir das hier direkt von dem Punkt bis zu dem Punkt zuerst nach vorne. Dann machen wir es auf und klappen es dann genau in die andere Richtung, nach hinten dann, nach innen. So, jetzt sieht er auf der Seite schon aus wie ein Fisch. Auf der anderen Seite noch nicht. So, das muss man dann richtig platt machen. Da macht man es genauso, von dem Punkt bis zu dem Punkt. Zuerst nach vorne falten. Wieder aufmachen. Und nach hinten falten. Dabei muss man aufpassen, dass man die Rückenflosse nicht irgendwie aus Versehen verschwinden lässt. So. Sieht schon ein bisschen nach Fisch aus. Jetzt tun wir den noch ein bisschen die Feinheiten so. Jetzt tun wir die kleinen Flossen hier unten. So ein Stückchen nach oben. Auf beiden Seiten. Und dann sollte man vielleicht darauf achten, dass sie beide auf beiden Seiten gleich weit nach oben gefaltet wird, sonst sieht das, naja, das ist die eine Flosse zu klein. Jetzt nimmt man die Schnauze hier vorne sozusagen am Maul. Da drückt man so ein Stückchen von unten dagegen, dann wird es so dick. Und kann man dann die kleine Spitze unten da ganz vorne versenken. Jetzt bloß noch die Schwanzflosse. Da tun wir einfach die Ecken auch oben, so ganz, ganz kleine Mini-Ecken, aber bloß so, auch nach innen versenken. Und dann hätten wir schon einen fertigen Fisch. Und wenn ihr davon ganz viele faltet, dann sehen die an einem Mobile, wenn man sie aufhängt, richtig toll aus.